Hallo, hier ist Movie Seeker. Ich sitze hier gerade im Wohnzimmer gemütlich beim Tee und möchte euch heute ein Tech-Video an die Backe quatschen. Und zwar hat mich der liebe Movie Nick getaggt, dessen Kanal ich euch gerne einmal in der Videobeschreibung verlinke. Heute komme ich für euch um die Ecke mit dem Bedeutungstag, aber jetzt lasse ich erstmal den Vorspann durchlaufen und während der Zeit gieße ich mir mal meinen ersten Tee ein. Bis gleich. So, Tee ist gut durchgezogen, liebe Leute. Und ja, ich habe in letzter Zeit so auf dem Filmraum gedreht, dass ich dachte, ich kann mich ja hier unten auch mal an den Teetisch setzen und dabei den Bedeutungstag verhandeln. So, ja, was soll ich sagen? Es sind 10 Fragen und ja, der Tag ist leider eine Weile liegen geblieben. Ich muss mich da beim Movie Nick ein bisschen entschuldigen. Einstweilen, Prost. Also wie gesagt, dieser Tag ist ein bisschen länger liegen geblieben, als ich vorhatte, aber es waren so viele Sachen, die ich zwischendurch noch drehen wollte und die so ein bisschen in der Pipeline waren. Deswegen Entschuldigung, gehen raus an Movie Nick, dass das ein bisschen gedauert hat, aber jetzt kommt er dann doch, der Bedeutungstag. Ich habe hier schon einen kleinen Stapel Filme hingelegt, auf die ich heute im Zusammenhang mit den Fragen des Tags hinweisen kann. Und weil ich ja immer zu faul bin, meinen Laptop hier runter zu schleppen, habe ich mir einen Zettel geschrieben, wo die wichtigsten Fragen draufstehen. Das tue ich mir hier an die Seite. Also ab und zu während des Videos wird mein Kopf sich dann immer ein bisschen senken. Dann wisst ihr warum. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie müde werde, sondern ich gucke dann hier auf meinen kleinen Spickzettel. Ja, also der Bedeutungstag heute. Und ich habe in letzter Zeit ja immer mal wieder viele Tags gemacht. So in den letzten Wochen war es ein bisschen ruhiger. Aber ich habe schon einige Tags gemacht auf meinem Kanal. Und es gab immer mal wieder Fragen, die haben sich wiederholt. Und ich finde es ganz interessant, dass der Bedeutungstag tatsächlich jetzt einer ist, wo sich ein paar Fragen drin befinden, die ich so in anderen Tags noch nicht gehabt habe. Die sind tatsächlich auch recht anspruchsvoll und ich hoffe, ich kann die heute adäquat beantworten. Ich werde mir dazu Zeit nehmen und nachdem ich mir jetzt nochmal die Kehle befeuchtet habe, geht es gleich los. Ach, so, der Bedeutungstag. Ich lege einfach mal los und wie immer bin ich natürlich sehr auf eure Antworten zu diesen Fragen gespannt. Am Schluss werde ich auch ein paar Leute taggen, keine Ahnung, die das schon gemacht haben. Jeder, der möchte und von mir jetzt nicht genannt wird, kann den Tag natürlich auch gerne machen, aber dazu komme ich am Ende nochmal. So, die erste Frage ist, welcher Film hat dir eine komplett neue Sicht vermittelt auf den Film als Kunstform? Und ja, die Frage ist, finde ich, gar nicht so einfach, denn es gibt natürlich da draußen schon ziemlich viele Filme, die mich im Laufe der Zeit so beeindruckt haben. Und ich muss wirklich sagen, tja, also das Erste, was mir natürlich einfällt, ist dann sowas wie E.T., der mir ja die Liebe zum Kino nahegebracht hat. Aber dazu komme ich jetzt nochmal zu einer Sache, die möchte ich in diesem Video gern verhandeln, bevor es weitergeht. Und zwar, liebe Leute, ich habe viele Tech-Videos gemacht, in denen es halt um Filme ging, die mir besonders wichtig sind. Und ich habe halt so ein paar Filme, die mir besonders wichtig sind. Und wer meinen Kanal regelmäßig guckt, der kennt diese Filme auch. Also ob das nun E.T. ist, Der dunkle Kristall, Labyrinth, Star Wars, was weiß ich. Und ich möchte für dieses Tech-Video ein bisschen variieren. Ich möchte jetzt nicht immer dieselben Filme nennen, die üblichen Verdächtigen, die ihr alle schon aus unzähligen Videos, auch so die Sammlungsvorstellungen, irgendwelche anderen Tech-Videos, meine Vlogs oder den Top 10, den Top 100 Filmen kennt. Ich möchte heute also ein paar Filme nennen, die genauso für mich eine Bedeutung haben, aber die hier nicht so oft genannt werden. Ich hoffe, es gelingt mir. So, also wie gesagt, welcher Film hat mir eine neue Sicht auf den Film als Kunstform eröffnet? Ja, und ich habe auf jeden Fall einen Film hier, der mich wirklich ganz nachhaltig beeindruckt hat, auch in der Zeit, als ich noch meine VHS-Sammlung hatte. Das war nämlich 1992 und hier flüge ich auch gleich die erste vom Stapel, Das Schweigen der Lämmer. Ja, das war nicht nur Mrs. Movie Seekers und mein Date-Night-Film, wo wir unser erstes Date hatten, sondern das ist tatsächlich auch, stell dich mal hier oben hin, das ist tatsächlich jetzt auch der Film, den ich, ja, der mich schon sehr nachhaltig beeindruckt hat, abgesehen davon, dass er natürlich auch einfach gut ist. Ich meine, Jodie Foster und Anthony Hopkins haben nicht umsonst die Hauptrollen-Oscars damals beide bekommen und Jonathan Demme den Regie-Oscar. Ich bin ja manchmal ein bisschen ambivalent mit den Oscars, aber hier waren sie 100 pro verdient, auf jeden Fall. Musik.
Ja, aber warum würde ich diesen Film jetzt reinnehmen, weil der hat mir für eine völlig neue Sicht auf das Medium als Kunstform eröffnet. Ich glaube, das lag daran, dass ich zu dem Zeitpunkt zwar schon VHS sammelte und auch viele Filme schon geguckt hatte, aber ich muss wirklich sagen an der Stelle, dieser Film hat in mir hat mich nochmal auf eine andere Art beeindruckt. Denn ich hatte zu diesem Zeitpunkt in meiner Filmseherkarriere noch keinen Film gesehen, wo so viel Subtext am Start war. Wo die Hauptdarsteller, in diesem Fall Anthony Hopkins und Jodie Foster, so unglaublich gut und tiefschürfend gespielt haben. Sie haben ihre Charaktere ganz tief ausgelotet. Es gab unglaublich viel Subtext. Und die Gespräche zwischen den beiden sind ja inzwischen Legende. Das kann man ja, glaube ich, schon so sagen. Und ich finde, dass Schweigen der Lämmer mir damals nahegebracht hat, so kann ein Film halt auch sein. Ich hatte zu einem Zeitpunkt hauptsächlich Blockbuster, Genrefilme gesehen und das war jetzt mal ein Beispiel für ein Krimi-Drama, wo wirklich Schauspielleistungen am Start waren, die ich in der Form, in der Tiefe, in der Konsequenz so nicht gesehen hatte und das hat mir gezeigt, wie tatsächlich Filme anspruchsvoll inszeniert auch sein können. Und das war so ein bisschen die Initialzündung, mich auch ein bisschen tiefschürfen, damit die Medium Film zu beschäftigen. Relativ kurz nach dem Film ging ich ins Studium und dort lernte ich tatsächlich viel über Filmkunst. Nicht, weil ich studiert hätte, sondern weil ich einfach nebenher die Filmabteilung der Bibliothek geplündert habe, die filmwissenschaftliche Abteilung. Und das war so ein bisschen meine Initialzündung, mich ein bisschen tiefschürfender, auch unter der Oberfläche mit dem Medium Film zu beschäftigen. Also Schweigen der Lämmer gehört in diese Liste auf jeden Fall rein und ist ein nostalgisches Beispiel aus Movie Seekers Film-Fanwerdung. Aber es gibt natürlich da auch noch was anderes und zwar sind das neuere Filme, die auch reingehören. Ich möchte hier nochmal nennen Swiss Army Man. Warum hat der mir eine neue Sicht auf das Medium Filme veröffentlicht? Das ist ganz einfach. Swiss Army Man ist so ein Film, der eigentlich, wenn man sich die Handlung auf dem Papier ansieht, so eigentlich gar nicht funktionieren dürfte. Swiss Army Man ist ein Film, wo es halt um eine Leiche geht, gespielt von Daniel Radcliffe und hier von Paul Dano gespielt, den Protagonisten, der sich das Leben nehmen will, auf diese Leiche trifft und zwischen den beiden entspinnt sich quasi eine posthume Freundschaft. Ich weiß, es klingt schräg, aber es ist so und wer den Film kennt, wird verstehen, was ich meine. Es ist ein wunderschöner Film, der um einen Typ und seinen toten Freund geht und was die beiden erleben und wie der Charakter dieser beiden Figuren ausgelotet wird und wie viel Chemie die auch zusammen haben, obwohl der eine tot ist. Daniel Radcliffe macht das großartig. Es gibt so ein paar Szenen, wo er quasi lebendig wird in der Fantasie seines Kompagnons. Dieser Film ist auch durchzogen von Leibeswindwitzen, was ich ja normalerweise hasse, aber in diesem Film geht es irgendwie. Und das Mission Statement der Produzenten damals war: beim ersten Witz dieser Art soll man lachen, beim letzten soll man weinen. Und das funktioniert auch. Das Ende ist wirklich anrührend. Die Reise der Charaktere ist großartig. Und das ist ein Film, der mir gezeigt hat, ein Film mit solchen Elementen, der eigentlich gar nicht hätte funktionieren dürfen, kann funktionieren, wenn die richtigen Leute am Start sind, am Drehbuch, in der Regie, unter den Schauspielern. Und das hat mir gezeigt, was für Filme tatsächlich auch möglich sind, wenn man sich so ein bisschen von den Konventionen entfernt und was Neues versucht. Also definitiv. Und wo wir gerade bei Filmen sind, die sich gegen die Konventionen stellen, was Neues versuchen, darf natürlich auch jetzt an dieser Stelle der Leuchtturm nicht fehlen. Der Leuchtturm von Robert Eggers, genau, musste man mal kurz den Vornamen nachschlagen, der wirklich großartig ist und der mir gezeigt hat, ein richtig guter Film kann dann auch transzendieren, welche Schauspieler mitspielen. Damit nehme ich eine spätere Frage schon ein bisschen vorweg, denn Robert Pattinson, den ich zum Zeitpunkt gar nicht so gern mochte, weil Twilight noch nicht so lange her war, fand ich in diesem Film großartig mit Willem Dafoe zusammen. Ein großartiger, künstlerischer, schwermütiger Film mit Zitaten aus Moby Dick, Schwarz-Weiß-Optik, düster dreuenden, expressionistisch anmutenden Szenen rund um den Leuchtturm herum und auf der kargen Insel, auf der das spielt, der Kampf des Willens zwischen den beiden Protagonisten, ein ganz, ganz toller Film, der mir gezeigt hat, es geht auch anders abseits der Konvention unserer normalen Sehgewohnheiten und kann dann auch Schauspieler zu neuen Momenten führen, die man gar nicht so eingeschätzt hat. Ich hätte, muss ich wirklich zugeben, Robert Pattinson dieses Schauspiel nicht zugetraut und ich bin sehr beeindruckt und er hat sich für mich auch ein bisschen rehabilitiert, sodass ich jetzt tatsächlich auch gespannt auf The Batman warte. Ja, gut, ja, das war jetzt die erste Frage. Prost. Also, liebe Leute, ich glaube, ich muss ein bisschen Dampf machen, sonst sitzen wir morgen noch hier. Also, los geht's. Die zweite Frage ist, welcher Film hat
die Interesse für mich auf ein Thema gelenkt, das ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, mit dem ich mich vorher gar nicht so beschäftigt habe. Und da gibt es tatsächlich mehrere Filme. Damit dieser Tag aber jetzt nicht 5 Stunden lang dauert, habe ich mir einen rausgesucht. Und zwar ist das mit Edward Norton und Edward Furlong American History X. Vor kurzem als Blu-ray für mich abgedatet, was ich sehr schön fand. Und dieser Film ist, ja, wie soll ich sagen, also der hat meinen Blick tatsächlich auf etwas gelenkt, womit ich mich zu dem Zeitpunkt noch nicht so sehr beschäftigt hatte. Ich meine, natürlich hatte ich mich schon in den Nachrichten und so mit der Neonazi-Szene beschäftigt und den Sachen, die da so dazugehören, aber immer nur sehr oberflächlich. Und dieser Film hat mich tatsächlich motiviert, mich auch nach dem Film damit zu beschäftigen, wie ist es eigentlich mit der Neonazi-Szene in Amerika? Da hatte ich nie einen Blick zu, da hatte ich mich nie drum gekümmert. Und dieser Film hat mir da Strukturen aufgezeigt und hat mich da zum Weiterforschen angeregt. Da habe ich tatsächlich einiges gelernt über die Gesellschaft Amerikas, was ich vorher nicht wusste und was für einen Platz eigentlich dieser nationalsozialistische Gedanke tatsächlich auch in amerikanischen Gehirnen tatsächlich hat und womit er sich verbindet und wieder genutzt wird. Das wird in diesem Film ja auch alles angesprochen auf großartige Weise. Ich habe da tatsächlich dann ein bisschen weiter geforscht und das Thema hat mich eine ganze Weile nicht losgelassen nach dem Film. Es liegt wahrscheinlich auch daran, weil der sich so dramatist im Kopf verhakt. Ja, also definitiv ein gutes Beispiel an dieser Stelle, wie ich finde. So, und damit ich meinen schönen Stapelturm behalte, lege ich die bereits besprochenen Filme einmal nach unten. Dann kann ich euch nämlich weiter die Sachen hier so schön hinstellen. Prost! Ja, ach ja, Tee zu so einem Tech-Video ist gut, hält die Kehle geschmeidig und ist schön gemütlich. So, wir machen weiter. Die dritte Frage. Was ist dir wichtiger, dass Intellekt oder Emotionen durch einen Film angesprochen werden? Und die kurze Antwort ist ja. Also, mir ist beides wichtig und manchmal kann ich das auch gar nicht trennen. Aber ich habe mir dann in Bezug auf die Frage einmal Gedanken gemacht, ob ich das vielleicht doch irgendwie aufdröseln kann. Und ich habe jetzt ein paar Beispiele für euch am Start. Jetzt komme ich doch wieder mit einem üblichen Verdächtigen in die Ecke, der passt aber so gut rein. Denn ein Film, der ohne Ende meine Emotionen angesprochen hat, ist natürlich E.T. Natürlich, was auch sonst. Hier das Blu-ray Steelbook, in das ich die UHD rein Franken flohen habe. Ganz ehrlich, liebe Leute, E.T. ist der Film, der mich emotional ins Herz getroffen hat. Der hat nicht nur meine Film-Sammel- und Kinoleidenschaft mitgestartet, der hat mich auch emotional voll abgeholt. Ich habe mich mit dem Protagonisten 100%ig identifiziert, dazu komme ich nachher nochmal, aber der hat auch sonst für mich 100% funktioniert auf der emotionalen Ebene. Also E.T. als Beispiel dafür. Und dann haben wir natürlich noch einen Film, der mich nicht im Herz, aber wirklich in der Denkmurmel im Kopf angesprochen hat. Ein Beispiel für mehrere Filme, die das im Laufe der Zeit getan haben, ist Ex Machina. Ja, mit Alicia Vikander, mit Dingenskirchen, Domhnall Gleeson, Entschuldigung. Domhnall Gleeson, Oscar Isaacs, Alicia Vikander in Ex Machina, ein Film über künstliche Intelligenz. Was macht uns eigentlich menschlich? Wo endet die Menschlichkeit? Wo beginnt die Künstlichkeit? Großartiger Film, fand ich toll, aber der hat mich nicht emotional, sondern zerebral angesprochen. War dann dadurch natürlich nach wie vor ein toller Film, aber er hat mich auf einer anderen Ebene erreicht. Und jetzt kommen wir tatsächlich zu einem Film, denn sonst wäre diese kurze Liste ja auch nicht komplett, der mich tatsächlich auf beiden Ebenen angesprochen hat. Emotional und auch intellektuell. Mir ist beides gleich wichtig übrigens, um die Frage zu beantworten. Mein Lieblingsfilm von Terry Gilliam, 12 Monkeys mit Bruce Willis, der ist wirklich großartig und ja, also die Art, wie Bruce Willis spielt, dieser verwundete, verlorene Mann, der diese ganzen Kindheitserinnerungen mit sich rumträgt, in der Zeit reist, versucht diesen Virus zu beseitigen, rauszufinden, was die 12 Monkeys sind, von einem Zeitreiseproblem ins nächste rast. Dieser Film hat mich sowohl intellektuell als auch emotional 50-50 sozusagen abgeholt. Das gelingt nicht vielen Filmen und wenn es einem doch gelingt, dann ist der besonders erwähnenswert. Ich freue mich demnächst, erscheint auch ein Mediabook von 12 Monkeys, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich hoffe, ich kriege es in die Finger. Nichtsdestoweniger ist 12 Monkeys ein tolles Beispiel für einen Film, der mich emotional und intellektuell abgeholt hat. Und wenn ich jetzt sage, was ist mir wichtiger?
eigentlich ist mir beides gleich wichtig. Ansonsten hängt es natürlich auch ein bisschen von Tagesform ab. Ne? Bin ich heute ein bisschen gefühliger eingestellt? Bin ich heute ein bisschen mehr auf zerebral eingestellt? Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist mir eigentlich beides gleich wichtig. Ich hoffe, damit ist die Frage halbwegs vernünftig beantwortet. So, wir machen weiter, aber nicht ohne vorher nochmal die Röhre zu schmieren. Und Tee nachzuschenken. Ja, also ihr merkt schon, von den Fragen, die wir bisher so hatten, ist das doch ein sehr interessanter Tag mit Fragen, die man sonst in anderen Tags nicht so häufig hat. Ich möchte wirklich gerne wissen, was ihr davon haltet. Und wie gesagt, ich werde ein paar Leute nennen am Schluss. Keine Ahnung, ob die den Tag schon gemacht haben, aber wenn ihr euch berufen fühlt, diesen Tag zu machen, auch wenn ich euch nicht genannt habe, macht den ruhig. Ich finde den interessant. Die Fragen stehen in der Videobeschreibung. Also wer Lust hat, kann ihn natürlich auch machen, ohne von mir genannt zu sein. So, Tee ist aufgefüllt, es geht weiter. Wir sind bei Frage 4. Sollte man in jedem Film versuchen, eine tiefere Bedeutung zu entdecken? Oder wird das manchmal auch zu viel damit? Und ich habe über diese Frage tatsächlich nachgedacht, tiefere Bedeutung. Und ja, es gibt halt Filme, finde ich, die schreien danach, tiefe Bedeutung rauszulesen. Ich habe ja gerade sowas wie The Lighthouse vorgestellt, Ex Machina, ne? Also ist ganz klar. Aber es gibt halt auch Filme, wo ich sagen würde, da braucht man eigentlich keine tiefe Bedeutung. Da ist es einfach nur der Unterhaltungswert. Ich finde nicht, dass jeder Film nur dadurch validiert wird und nur dadurch eine Daseinsberechtigung erhält, dass er eine tiefere Bedeutung angedichtet bekommt. Nehmen wir zum Beispiel mal einen Film, den ich im letzten Pickup vorgestellt habe, Didi der Doppelgänger, den ich vor kurzem auf ein Blu-ray Steelbook updaten durfte, das mir in die Hände gefallen ist, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und das ist ein Film, ich mag den Film. Er funktioniert für mich nostalgisch toll, er ist auch immer noch witzig, wie ich finde, wenn man auf diese Art von Humor steht und mit Dieter Hallervordens Masche halt klarkommt. Aber für mich ist das auch ein Film, der eine tiefere Bedeutung eigentlich auch gar nicht braucht. Es ist ein Unterhaltungsfilm, der so dastehen kann. Und die Frage ist auch eigentlich, man müsste sich mal überlegen, was ist eine tiefere Bedeutung eigentlich? Ist eine tiefere Bedeutung, hat das immer nur mit der Aussageabsicht des Films zu tun? Oder hat es auch mit der Rezeption zu tun? Wenn ich zum Beispiel mies drauf bin, wenn ich deprimiert bin und ein Film macht mich glücklich, heitert mich auf und verbessert meine Stimmung, ist es nicht auch irgendwo eine tiefere Bedeutung, die der Film dann plötzlich für sich innehat, die halt nicht mit der Rezeption, nicht mit der Aussageabsicht zu tun hat? Also was ist überhaupt die tiefere Bedeutung? Kann man das einheitlich quantifizieren? Ich denke nicht. Und insofern könnte man sagen, hat tatsächlich jeder Film eine tiefere Bedeutung? Wird er auf eine Weise rezipiert? Wird er auf eine Weise verarbeitet? Setzt er sich im Bewusstsein fest? Hat er eine bestimmte Aussageabsicht? Hat er bestimmte künstlerische Stilmittel? Da kann man überall nachgehen. Und die tiefere Bedeutung, finde ich, muss sich ja nicht nur an der Aussageabsicht des Films festmachen. Wenn die Frage aber so verstanden werden soll, dass die Aussageabsicht des Films hier die Rolle spielt, dann würde ich sagen, nein, nicht jeder Film braucht eine tiefere Aussage. Ich finde, Unterhaltungsfilme, die einfach nur gut funktionieren, darf es auch geben. Und ich sage das jetzt einfach mal, denn ich mag beides. Ich mag die künstlerischen Filme, die mich emotional oder intellektuell abholen. Ich mag aber auch die Unterhaltungsfilme, die mich einfach nur breit grinsen lassen und mir einen schönen Tag machen. So, Movie-Siegers Wort zum Sonntag. Guten Abend. Wir machen weiter mit Frage 5. Kann man einen Film bewerten oder eine Serie, warum ich das sage, sage ich gleich, kann man einen Film nur aufgrund dessen bewerten, wer damit spielt? Oder sollte man die Filmschaffenden, die Personen und die Filmcharaktere und die Filmmacher immer von dem Werk trennen und das Werk isoliert sehen? Ich bin sicher, das wäre ein hehrer Gedanke, wenn man das machen würde. Ich muss aber wirklich sagen, dass es mir sehr schwer fällt, die Personen, die dort mitspielen und den Film voneinander zu trennen. Wenn ich jemanden nicht leiden kann, dann mag ich auch häufig den Film nicht. Ich füge hier mal ein Bild ein von Top Gun. Den kennen bestimmt viele von euch, Tom Cruise, ne? Sein großer Durchbruch. Ich habe den Film also öfter geschaut. Und ich muss wirklich sagen, ich mag ihn nicht. Ich mag den Film aus mehreren Gründen nicht, und ich werde nachher noch zu einem weiteren kommen, aber ich mag ihn vor allem auch deshalb nicht,
weil ich den nicht von Tom Cruise trennen kann. Und wer in letzter Zeit in meinen Videos aufgepasst hat, weiß, ich kann Tom Cruise nicht leiden, ich mag den Typen nicht. Nicht nur wegen Scientology, Movie-Sticker mag Tom Cruise nicht. Tut mir leid, wenn ihr Tom Cruise mögt, fühlt euch bitte nicht auf die Füße getreten. Das ist ja nur meine subjektive Meinung, das muss ja nicht eure sein. Aber ich mag Tom Cruise halt nicht und deswegen mag ich auch Top Gun nicht und ich kann die beiden nicht voneinander trennen. Mir fällt das generell schwer. Es wäre schön, wenn es ginge, ich fände es erstrebenswert, aber mir gelingt es nicht. Es gibt noch einen anderen Punkt, ein Beispiel, das ich kurz geben möchte. Es gibt eine Comedy-Serie aus den 90ern, die in Australien gelaufen ist und die ich früher, als ich jünger war, sehr, sehr gerne geguckt habe, nämlich Hey Dad mit Robert Hughes in der Titelrolle. Robert Hughes hat den Familienvater in dieser Serie gespielt, eine launige kleine australische Sitcom, die dort auch eine ganze Weile ziemlich erfolgreich war. Und die mir damals wirklich gut gefiel, weil die war auch so toll und schmissig synchronisiert. Arne Elsholz, inzwischen verstorben, aber ein großartiger Sprecher, hat hier die Hauptrolle gesprochen, hat auch das Synchro-Drehbuch abgeliefert. Und die Serie, es gibt hier auch ein paar Folgen, die man tatsächlich auch im Englischen, im australischen Original gucken kann, ist in Deutschland tatsächlich schmissiger noch als im Englischen. Das ist so ein Fall wie die zwei, wo die deutsche Synchro sich so bei mir eingebrannt hat, dass ich eigentlich das nur auf Deutsch gucken kann. Ich habe die Serie immer wahnsinnig gemocht. Es war eigentlich eine meiner Lieblings-Feel-Good-Serien, so ein bisschen wie die Waltons in Australien. Natürlich vom Szenario her anders. Es geht um eine ganz normale Familie im Vorort. Aber der warmherzige Humor und sowohl innerhalb der Serie als auch der Hauptperson, der Vater war für mich auch immer so ein bisschen so ein Vorbild, weil er war witzig, er hat sich gekümmert, er war kompetent in seinem Job, also er hat das alles so vereint und das hat mich damals als Kind sehr abgeholt und es war für mich eine sehr schöne Serie und ich habe sie sehr gemocht. Aber natürlich, jetzt komme ich wieder zur Frage, es hat sich dann was ergeben, was mir die Serie leider für immer vergällt hat. Und weil ich halt nicht trennen kann, wer da mitspielt. Denn es war tatsächlich so, dass einige Zeit später, also etwa 20 Jahre später, eines der Kinder, das halt die jüngste, die inzwischen erwachsene Frau, die halt die jüngste Tochter in der Serie gespielt hat, rausgekommen ist und sich in einer Talkshow geäußert hat und später auch in verschiedenen Printmedien, dass Robert Hughes, der also hier die Hauptrolle spielt, tatsächlich sie sexuell belästigt hat. Und nicht nur sie, sondern mehrere Kinder, damals in der Zeit, als die Serie gedreht wurde. Und das ist ziemlich übel, denn er wurde nicht nur, man hatte nicht nur gewähren lassen, sondern die Produzenten der Serie haben ihn auch noch gedeckt, haben also auch noch dafür gesorgt, dass das nicht ans Licht kommt und er quasi machen kann, was er wollte. Und das fand ich einfach nur ziemlich schlimm, weil ich habe die Serie so gemocht. Ich las diese Nachricht und ich fiel aus allen Wolken und ich war völlig fertig. Ich habe es dann weiter verfolgt. Der Mann ist tatsächlich auch rechtskräftig verurteilt worden. Er hat über Dekaden lang verschiedene junge Mädchen wohl sexuell belästigt. Also ganz, ganz übel. Sitzt dafür auch jetzt noch im Gefängnis, nach den Informationen, die ich habe. Also der wird, glaube ich, auch so schnell da nicht mehr rauskommen. Und seitdem kann ich das natürlich nicht mehr trennen. Ich kann diese Serie nicht mehr schauen. Ich habe sie im Regal stehen. Ich habe sie in meiner Sammlung schon seit einer ganzen Weile. Aber ich kann sie mir nicht mehr anschauen. Ich kann nicht trennen, was der Mann gemacht hat. Kann ich nicht von dem sympathischen Charakter trennen, mit dem ich damals in den 90ern im Fernsehen so viel Spaß gehabt habe. Und jetzt ist die Serie für mich im Grunde verbrannt. Es ist schade, aber es ist ein gutes Beispiel, dass ich offensichtlich nicht in der Lage bin, zu trennen, wer dort mitspielt und von dem entsprechenden fiktionalen Charakter. Tja, Leute, was soll ich sagen? Diese Serie ist für mich verbrannt und ist ein gutes Beispiel. Mit Tom Cruise geht es mir halt genauso. Da ist es aber nur eine persönliche Abneigung, das ist nur subjektiver Geschmack. Bei Hey Dad ist es halt so, dass ich nicht vergessen kann, was der Mann gemacht hat und mir deswegen das auch nicht mehr angucken kann. Also bin ich zu anderen Serien dann übergewechselt. So, das war die Frage 5. Jetzt kommen wir zur Frage 6. Kann man aufgrund der Filme, die jemand sammelt, auf seinen Charakter schließen? Ich denke auf jeden Fall. Denn wenn man wirklich ernsthaft sammelt, dann ist es auf jeden Fall möglich. Aber es gibt natürlich auch solche Leute, die sind nicht unbedingt Filmsammler, sondern die stellen sich halt Sachen ins Regal, die sie gerne gucken und damit hat es sich. Also zum Beispiel, ich stelle mir jetzt den neuen Marvel-Film ins Regal, weil den habe ich gerade billig auf dem Mediamarkt-Grabbeltisch bekommen. Den gucke ich mir 2-3 Mal an und dann verstaubt er da. Das ist ja kein Sammeln. Und ich finde auch nicht, dass die paar Filme, die dann im Regal stehen, bei Leuten, die nicht sammeln, unbedingt Rückschluss auf ihren Charakter unbedingt zulassen. Aber ich rede ja nun von uns hier.
auf in unserer kleinen YouTube-Filmsammler-Community, die halt genau auswählen, was sie gucken, das vernünftig sortieren und kuratieren, sich bestimmte Filme anschaffen oder sogar in bestimmten Ausgaben oder bestimmte halt nicht. Und ich denke, wenn man dort eine Sammlung über Jahre hinweg aufgebaut hat, was sehr viele von uns auch haben, ich finde, dann lässt es auch definitiv einen Rückschluss auf den Charakter zu, wenn man sieht, was gucken die so. Weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Filme, die ich nicht mag und die ich gar nicht sehen will, die stelle ich mir auch nicht in die Sammlung, auch wenn die Edition noch so toll ist. Also zumindest an meiner Sammlung würde ich mal sagen, wenn man sich die Regale dort ansieht, kann man definitiv einen Rückschluss auf meinen Charakter anstellen. Und sei es nur, was mich so bewegt, was mich so anspricht, welche Geschichten mir wichtig sind. Aber auch das hat ja schon mit meinem Charakter zu tun. Also würde ich die Frage mit einem dicken Ja beantworten. Solange man halt ein halbwegs ernsthafter Sammler ist, finde ich, stimmt das auf jeden Fall. So, Tee. So, liebe Leute, es geht weiter mit Frage 7. Ja, okay, jetzt muss ich gleich nochmal zu Top Gun kommen. Und zwar wurde gesagt, welcher Film hat im Grunde deine moralische Grenze erreicht? Du dann sagtest, auch wenn der Film filmisch noch so gut ist, für die moralische Auslegung verachte ich den Film. Und ja, es gibt Filme, die passen da rein. Ich möchte jetzt den Film Top Gun nochmal nennen, den ich schon genannt habe. Ich finde nämlich, ich weiß, es gibt da draußen viele Top Gun-Fans, die mögen mir jetzt verzeihen, aber ich finde, dass der Film filmisch wirklich gut gemacht ist. Die Luftkämpfe sind großartig, das Ding ist toll gefilmt, der Soundtrack ist super, alles klasse, aber ich mag den Film nicht. Nicht nur wegen Tom Cruise, das ist ein Mosaikstück. Das andere Mosaikstück ist die pro-militärische Botschaft, die dahinter steckt. Und man muss natürlich auch sehen, der Film ist in der Reagan-Ära gedreht worden, wo die USA unter Reagan zu einem neuen Selbstbewusstsein zurückfanden, sich ganz klar positionierten im Kalten Krieg gegen Russland damals. Und das ist in diesem Klima des Kalten Kriegs gedreht worden und der Wiedererstarkung unter Reagan, dieser neuen Bewusstwerdung von Amerika. Und ich mag ihn nicht wegen dieser promilitärischen Botschaft, die da mitschwingt, die ich moralisch einfach nicht in Ordnung finde. Es ist genau das Gegenteil einer Antikriegsbotschaft. Ein interessantes Detail ist auch, als das Ding damals in die Kinos kam, haben die tatsächlich neben den Kinos Rekrutierungsbüro für die US Army aufgestellt. Ich denke, das sagt schon alles, was dieser Film ist, sein sollte und für mich auch immer noch ist. Und nein, ich kann diese moralische Botschaft nicht ausblenden, der ist filmisch toll, aber ich mag ihn trotzdem nicht. Und aufgrund dieser moralischen Einstellung kann ich Top Gun auch nicht genießen. Jetzt mal abgesehen von Tom Cruise, ist das auch so. Also Top Gun ist für mich ein ganz großer rotes Tuchfilm, obwohl jeder, der sagt, hey, Movie Seeker, das ist aber ein toll gemachter Film, würde ich sagen, ja, ist er. Ich kann ihn aber trotzdem nicht leiden. Und das sind die Gründe dafür. So, wir kommen. Mal sehen, ob ich jetzt haufenweise Downloads kriege, weil ich Top Gun nicht mag. Aber Leute, es ist ja nur mein subjektiver Geschmack. Wenn ihr ihn mögt, ist ja okay. Ist ja nur meine Meinung, ne? Ich trinke mal noch ein bisschen Tee und dann komme ich gleich zu Frage 8. Jo, Frage 8. Das ist auch eine ganz interessante Frage. Und zwar wird ja gesagt, welche Charaktere aus Filmen hast du dir zum Vorbild genommen? Und das sind tatsächlich einige. Da habe ich drüber nachgedacht. Und ich möchte ein paar Beispiele nennen. Ich habe auf jeden Fall, man könnte sagen, das ging mit E.T. schon los. Ich habe mich sehr mit dem 10-jährigen Elliot, der E.T. trifft, identifiziert. Ich war zum Zeitpunkt auch 10, genau das Alter des Protagonisten. Ich habe mich da ganz toll abgeholt gefühlt. Und ich habe mir Elliot insofern ein bisschen zum Vorbild genommen, als dass ich nach E.T. ja, habe ich auch so ein bisschen versucht, das Magische in meinem Alltag zu finden, das Übernatürliche. Und bin tatsächlich nach dem Film auch ein Stück weit mit anderen Augen durch die Welt gegangen, nicht nur, weil ich an Filmsammeln und zu Filmliebe hingeführt wurde, sondern weil ich auch die Welt sehen wollte, wie Elliot sie sieht, mit diesem, ja, vor allem in der ersten Hälfte des Films, mit diesem magischen Realismus, dieser Magie im Alltag. Das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und die amerikanische Vorortlandschaft mit den Wäldern drumherum, so wie sie im Film präsentiert wird, hat mich auch tief beeindruckt. Mein Amerika-Bild auch sehr stark geprägt. Also Elliot und seine Art, die Welt zu sehen, habe ich mir so ein bisschen zum Vorbild genommen. Vielleicht kann man das so nennen. Wen ich mir auch auf jeden Fall zum Vorbild genommen habe, ist die Hauptperson in Hey Dad, der Vater, damals von Robert Hughes dargestellt, den ich gerade eben erwähnt habe. Denn bevor ich wusste, was der Mann tatsächlich all die Jahre getan hat, war er für mich so eine Art Vater-Idealbild. Ich dachte, wenn ich mal Vater bin, dann will ich so sein wie der. Und ja, ich meine, das könnte ich ja auch immer noch sagen, aber ich mag jetzt gar nicht mehr sagen, dass ich mir den Mann mal zum Vorbild genommen habe. Obwohl ich mir nicht den Schauspieler zum Vorbild genommen habe, sondern seine Rolle. Ich muss das wahrscheinlich trennen, aber es fällt mir schwer. Und deswegen
eifere ich ihm jetzt nicht mehr so nach wie früher, logischerweise, weil ich da doch zu sehr geschockt war. Aber ich habe mir noch andere Vorbilder rausgesucht. Ein Vorbild, dem ich nicht nacheifern kann, ist Sherlock Holmes, den ich aber gerne würde. Ich bin ja großer Sherlock Holmes-Fan und ich würde gerne genauso wie Sherlock Holmes ganz rational denken, aber ich bin zu rationalem Denken überhaupt nicht fähig. Mein logisches Denken ist völlig unterentwickelt. Ich kann auch keine Mathe. Ich bin absoluter Loser in Naturwissenschaften. Ich bin wahrscheinlich ziemlich weit weg von Sherlock Holmes. Aber irgendwie habe ich mir doch ein bisschen zum Vorbild genommen, was so die Distinguiertheit angeht, die Höflichkeit. Ja, vielleicht auch, weil ich so ein Fan des fiktionalen Zeitalters bin, habe ich mir so versucht, einige Charaktereigenschaften von Holmes so ein bisschen zum Vorbild zu nehmen, wenn es so um die viktorianische Höflichkeit, Korrektheit geht. Aber das ist nicht direkt Vorbildfunktion, sondern eher ein Charakter, den du toll findest. Ob Vorbild da vielleicht ein bisschen viel gesagt ist, sei mal dahingestellt. Ein Charakter, den ich mir definitiv zum Vorbild genommen habe, ist natürlich Bilbo Beutlin. Ob nun der Herr der Ringe oder der Hobbit, ist eigentlich egal. Ich habe ihn ja auch zuerst in der Herr der Ringe-Verfilmung gesehen, aber auch schon aus dem Buch heraus. Die Lebensweise der Hobbits hat mir immer sehr gut gefallen mit dem ganzen Tee und den vielen Mahlzeiten. Bilbo war deswegen auch ein Vorbild, weil er immer einer der Hobbits war, die nicht nur auf Abenteuer auszogen, sondern auch ein bisschen verkopfter waren, der dann auch ein Buch geschrieben hat und so. Das gefiel mir gut. Und auch da habe ich versucht, so ein bisschen, ja, so diese tiefere Denkweise, dieses Verfassen von Texten, so diese Gemütlichkeit und so, das für mich mir auch so ein bisschen zu eigen zu machen. Die Charaktere, die ich jetzt genannt habe, ist halt die Frage, ist das tatsächlich so, dass das Vorbilder für mich sind oder sind einfach nur Charaktere, die mir gut gefallen haben? Ich kann das teilweise so gar nicht so richtig trennen, aber das wären so Vorbilder, würde ich sagen, wo ich sage, ich finde das gut, wie die sich verhalten und versuche das so ein bisschen für mich rüber zu retten. Ja, vielleicht könnte man das so sagen. Ob Vorbilder ein bisschen zu stark ist, mag vielleicht jeder selbst entscheiden. So, wir sind gleich bei Frage 9. Wie weit darf ein Film gehen, um seine künstlerische Vision zu verwirklichen? Ja, das ist halt jetzt die Frage, ne? Ich denke, was sehr interessant ist, ist, wie Filme überhaupt daran gehen. Ich denke so an alte Western, wo halt damals wirklich viele Tiere gequält wurden und Pferde zu Schanden geritten wurden, um diese entsprechenden Szenen herzustellen. Das ist ja auch schon so ein Fakt, wo man sagen muss, okay, war das wirklich nötig? Es wurde damals so gemacht, heute ist es nicht mehr so. Da gibt es die entsprechenden Instanzen, Aufsichten und CGI, wo man das alles so ein bisschen abschwächen kann. Das wäre ein Faktor. Dann gibt es natürlich auch Leute, so wie Christian Bale, die sich zum Beispiel für eine Rolle auf Skelettniveau runterhungern. Oder es gibt halt Leute, die sich wirklich selbst auch körperlich und seelisch malträtieren, um eine gewisse Rolle spielen zu können. Und ich habe damit ehrlich gesagt kein Problem, vorausgesetzt, es ist die freie Entscheidung des jeweiligen Schauspielers oder der jeweiligen Schauspielerin. Ich denke, das ist ganz wichtig. Wenn es der eigene Wille ist, dann finde ich es völlig in Ordnung. Aber wenn jemand dazu gezwungen wird und das eigentlich von sich aus nicht will, dann hätte ich ein Problem damit und auch mit dem Film, der dabei rauskommt. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt Grenzen, finde ich, die bei aller Liebe zur Kunst und bei aller Liebe zum Medium Film nicht überschritten werden sollten. Wenn jemandem Zwang angetan wird, wenn jemandem Unrecht angetan wird, wenn jemand zu etwas gezwungen wird, was er nicht möchte, körperlich und seelisch damit in Gefahr gebracht wird, wenn alle Beteiligten sich einig sind und die Schauspieler und die Filmemacher sich einig sind und das aus deren Willen heraus passiert, habe ich damit grundsätzlich kein Problem. Aber natürlich sollte man bei aller Liebe zur Kunst auch auf Leib und Leben achten. Selbst wenn es die Entscheidung eines Schauspielers ist, sich auf Skelettniveau runterzuhungern, sollte man trotzdem natürlich unter ärztlicher Aufsicht bleiben und sehen, dass er dadurch nicht in körperliche bzw. Lebensgefahr gerät. Das sollte man bei aller Liebe zur Kunst, finde ich, beachten. Da würde ich persönlich auch eine Grenze setzen. Wenn ich wüsste, ich schaue jetzt gerade einen Film, wo diese Dinge nicht beachtet wurden, dann wäre das für mich auch ein Grund, den Film zur Seite zu legen und zu sagen, nein, das möchte ich mit meinem Geld und meiner Lebenszeit nicht unterstützen. Aber das ist jetzt nur meine Meinung. Ich finde, es gibt Grenzen, aber wenn es, wie gesagt, im gegenseitigen Einvernehmen ist und vernünftig geplant ist, dann denke ich, kann da auch einiges passieren. Aber wie gesagt, bis zu gewissen Grenzen. Ich hoffe, damit ist die Frage halbwegs vernünftig beantwortet. So, und jetzt kommen wir zur letzten Frage, die ich auch ganz schön fand, denn da wurde halt gefragt, hast du dich schon mal nach einem Film, hat ein Film dich auch schon mal außerhalb der fiktiven Ebene beeinflusst? Ja, ständig, liebe Leute, ständig. Ihr wollt Beispiele? Okay, kriegt ihr, kein Problem. Ich habe hier den Hobbit schon erwähnt.
Ich habe das auch versucht mit den 11 Mahlzeiten am Tag, kriege aber logistisch nicht so ganz hin. Aber den Tee, den ziehe ich natürlich durch. Habe ich ehrlich gesagt auch schon vor dem Hobbit gemacht, aber das hat mich natürlich noch eher bestärkt, gebe ich zu. Vielleicht ein Beispiel, aber es gibt noch ein anderes Beispiel, was viel besser passt. Filme, die mich außerhalb der fiktiven Ebene beeinflusst haben. Meine Anglophilie, meine Liebe zu England, der englischen Kultur, besonders des viktorianischen Zeitalters, ist eigentlich erst durch verschiedene Filme und Serien aufgekommen. Ob das nun Spielfilme sind wie Young Sherlock Holmes oder irgendwelche Fernsehserien wie meinetwegen die Jeremy Brett Sherlock Holmes Serie oder meinetwegen auch Ripper Street oder andere Sachen, die ich in der Vergangenheit gesehen habe, die halt mit England zu tun hatten. Filme und Serien haben mein England-Bild und meine Liebe zu England ganz stark angefacht und natürlich mich dadurch ganz stark auf der nicht-fiktiven Ebene beeinflusst. Und E.T. habe ich jetzt schon mehrfach genannt, also so ganz ohne die üblichen Verdächtigen komme ich in diesem Tech-Video dann doch nicht aus, aber E.T. hat mich natürlich auch auf der nicht-fiktiven Ebene beeinflusst, denn er hat meine Filmliebe und meine Sammelliebe und meine Kinoliebe initial gezündet, muss man einfach mal so sagen. Und dann habe ich noch ein weiteres schönes Beispiel, das ich nochmal ausgreifen wollte, dass es nicht so allgemein bleibt, ein ganz konkretes Beispiel, wo mich ein Film bzw. eine Serie ganz stark beeinflusst hat, auf der nicht-fiktiven Ebene auch, also auf der nicht-fiktiven Ebene des Films. Ich habe zum Beispiel verschiedene Spuk in Hill House Verfilmungen gesehen. Ich bin Spukhausfilm-Fan. Wisst ihr ja alle. Ich habe also zum Beispiel The Haunting of Hill House gesehen und das Geisterschloss, ja, die beiden Hill House Verfilmungen. Und habe dann, weil ich das so interessant fand, tatsächlich auch das Buch, den Hill House Roman von Shirley Jackson gelesen. Den fand ich super toll. Und dann kam irgendwann die Netflix-Serie von dem großartigen Mike Flanagan, die ich nochmal sehr empfehlen möchte. Großartig. Spuk in Hill House. Und dann habe ich tatsächlich es auch so hingekriegt, dass ich nach Hill House und dem Lesen des Buches von Hill House tatsächlich auch mit Shirley Jackson mich ein bisschen sehr mehr beschäftigt habe und nicht nur das Buch von Hill House gelesen habe, sondern auch ein anderes Buch von ihr, nämlich We Have Always Lived in the Castle. Und das Lesen dieses Buches hat mich dann wiederum auf die Verfilmung von We Always Have Lived in the Castle gebracht, die ich mir dann auch angeschaut habe. Also es hat mich auf der nicht-fiktiven Ebene des Films so weit beeinflusst, dass ich halt in das Werk der Autorin tiefer eingetaucht bin und andere Werke, sowohl in Buch und Film, mir dann noch zu Gemüte geführt habe. Also es hat mich sozusagen von einer fiktiven auf eine andere fiktive Ebene, nämlich die der Bücher, geführt. Und also da gibt es haufenweise Beispiele. Ich könnte wahrscheinlich noch mehrere nennen, aber dann würde dieses Video deutlich zu lang werden. Liebe Leute, möchte ich den Tag damit beenden. Ich habe die 10 Fragen durch. Ich hoffe, die Unterhaltsamkeit war gegeben. Ich hoffe, ich habe die Fragen einigermaßen vernünftig beantwortet. Jetzt müsste ich am Schluss eben Leute taggen. Ich weiß gar nicht, wer den Tag schon gemacht hat, wer nicht. Aber ich möchte meinen lieben Kollegen Dustin BT taggen. Von dem würde ich auch gerne die Antworten zu diesen hochinteressanten Tag-Fragen hören. Und wen ich auch noch gerne taggen würde, wäre den guten Filmflo, auch ein lieber YouTube-Kollege, dessen Kanal ich auch euch auch verlinken werde, genau wie den von Dustin. Von den beiden, wenn sie den Tag noch nicht gemacht haben, würde ich wahnsinnig gerne auch ihre Meinung zu diesen Fragen hören. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, wer sich darüber hinaus angesprochen fühlt und jetzt von mir nicht erwähnt wurde, darf den Tag natürlich auch gern machen. Ich packe die Fragen hier in die Videobeschreibung. Also tut euch keinen Zwang an. Und ich möchte mich an dieser Stelle dann mit meinem Tee verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Tag-Video mal zur Abwechslung außerhalb des Filmraumes. Alles Gute und natürlich wieder am Ende.